So, neuer Tag, neues Glück, der Ramses ist verrückt, Alter, was sehe ich hier schon wieder? Nein, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir nehmen das eigentlich direkt auf nach der anderen Folge. Ja, ich habe mir die Aufgaben eben schon angeguckt, sind auf jeden Fall schwerer, brüte drei Eier aus, geh nicht raus, bleib zu Hause, brüte drei Eier aus, zu Hause, hol dir Defit oder fang an zu spoofen, genau. Niantic, Niantic, ihr Schlingel, ihr. Vor allem hat man nur 3 Tage Zeit, gefühlt, aber gönnt euch. Oder es ist so eine Spezialforschung, die für immer bleibt. Bin ich mir jetzt unsicher. Müsste aber ja, steht ja bei Spezial drin, egal. Ich nehme alles zurück, mach das einfach nächsten Winter oder so. Lande 5 großartige Curveball-Würfe, besiege Jesse oder James 4 Mal. Ich denke, die kommen eh im Ballon. Wenn die im Ballon kommen und Jesse und James im Ballon sind, man sowieso beide nacheinander besiegt. Heißt das, man muss nur 2 Mal einen Ballon machen? Weil man ja erst Jesse besiegt und dann James und das zählt als 2 oder zählt das als 1? Das müsste ja dastehen, besiege Jesse und James 4 Mal. Das heißt, ihr müsst 4 Rocket-Ballons machen. Also 4 Mauzi-Ballons. Aber oder, das heißt ja eigentlich, da steht 4 Mal, aber ihr braucht nur 2 Mal, weil die ja zu zweit kommen. Oder haben die was geändert? Wir werden es rausfinden. Wir werden erstmal Eier brüten und so einen lustigen Ballon suchen. Zur Überbrückung werde ich euch ein... Ja, es gibt wieder mal Forscher Pikachu. So, wir sind jetzt kurz zu Hause angelangt. Ich will mal kurz hier das Ei aufmachen. Hier ist nämlich ein 10er-Ei. Das habe ich aus der Abenteuer Sync Belohnung bekommen. Deswegen bin ich ganz gespannt, was da drin ist. Es ist ein Tarnel, sogar mit 3 XL-Bonbons. Das möchte ich deswegen auch erstmal fix bewerten. Es ist sogar ein recht gutes. Ihr seht, 14.12. Hitburghausen. Und das ist so genial. Das müsste jetzt das 2. Ei sein, was aufgegangen ist für die Forschung. Und im 1. Ei gab es sogar ein 100% Pokémon. Ich habe das 1. Ei aufgemacht vorhin. Habe gedacht, ich melde mich beim 3. Ei erst zurück. Dann habe ich gesehen, ich kann gar keine Stops drehen und machen. Ich bin mal gespannt, ich muss mal schauen, ob jetzt das 12er braucht, glaube ich, noch. Das ist bei 11,4, bei dem 12er müsst ihr mich noch melden, aber ihr seht, ich habe hier alle voll, ja? Ich habe die ganzen 12er oben voll gehabt, das heißt, ich kann keine normalen Eier mehr drehen. Ich habe ein weiteres 12er unten gehabt, was ich jetzt gerade am Brüten bin. Die 12er könnt ihr ja immer unten aufbewahren jetzt. Und ich hatte da deswegen noch 2 Plätze frei für ein 5-Kilometer-Ei und für ein 12-Kilometer-Ei. Ach, für das 5er und für das 10er aus der Abenteuer-Sync-Belohnung. Ich habe vorhin das 5er-Ei gebrütet aus der Abenteuer-Sync-Belohnung und habe ein 100% Molimorba bekommen. 14.12. 100% Molly Morba aus dem 5-Kilometer-Ei der Abenteuer-Sync-Belohnung. Und jetzt dieses Tarnel aus dem 10er-Ei der Abenteuer-Sync-Belohnung hinterher. Leider hat das alles noch nicht gereicht, denn ich habe das 10er-Ei rein und danach das 12er. Ich wusste nicht, wie ich es sonst machen soll. Ich hätte oben was wegbrüten müssen, aber bevor ich oben was wegbrüde, kann ich auch theoretisch unten das wegbrüten. Wir müssen also das 12er-Ei trotzdem noch brüten, um fertig zu werden, haben jetzt hier 2 von 3 Eiern, die Würfe müssen wir noch machen und wir müssen Jesse und James suchen. Jetzt ist es knapp 15 Uhr, die sind ab 18 Uhr erst wieder da, das heißt, ich werde die wohl Offcam machen, aber morgen dann 6, 12 Uhr schauen, dass ich da was hinbekomme und ja, ich weiß nicht, ich habe mich eingeloggt heute, kurz nach 12, es war aber kein Ballon da. Eigentlich müsste ja der von 12 bis 18 Uhr da sein, in dem Moment, wo ihr euch einloggt. Ich habe keinen gesehen. Vielleicht habe ich auch übersehen, weiß ich nicht. Wir melden uns auf jeden Fall zurück, wenn das 12er-Ei noch aufgeht und wenn wir den Mauzi-Ballon machen, genau. So, wir haben jetzt auch noch das 12er-Ei am Start, das machen wir natürlich auch noch fix auf, aber dieses Warten auf den Mauzi-Ballon ist echt nervend, ne? Wieder ein Skalyk, immer noch kein Garnovil. Brüte 26 Eier aus und brüte 3 Eier aus, alles fertig. Wir haben auch den Pokédex-Eintrag noch nicht, wir haben das noch nicht entwickelt.
Können wir uns demnächst aber mal holen. Ich werde trotzdem sehen, dass ich hier nochmal 3 12er-Eier reinpacke und wir irgendwann beim Levelaufstieg von Level, was ist das überhaupt dann? Von Level 46, dass wir da dann mal 12 Kilometer Eier brüten. Da ist sicherlich was dabei. Wir müssen immer noch auf den Mauzi-Ballon warten. Wir müssen großartige Würfe machen. Die großartigen Würfe sind jetzt nicht das Problem. Das Problem ist, auf den Mauzi-Ballon zu warten. Eigentlich müsste der von 6 bis 12 einmal da sein, von 12 bis 18 Uhr einmal da sein, von 18 bis 24 Uhr einmal da, 24 bis 6 so ungefähr. Aber mir ist auf jeden Fall keiner aufgefallen. Ich war vor 12 schon mal drin, hab keinen gesehen. Jetzt 12 bis 18 Uhr sehe ich auch keinen. Entweder habe ich eine verpasst, ich habe nicht genau hingeguckt, keine Ahnung, irgendwas anderes. Pikachu ist auch geflohen, egal, dafür sind die Würfe gleich voll. Wir nehmen mal. Da sitzt ja noch eins. Wir nehmen mal das mit. Jagt auf jeden Fall Shiny Pikachu. Wir melden uns zurück, wenn wir einen Mauzi-Ballon finden. Wenn das so ist, glaube ich trotzdem, dass ihr nur zwei besiegen müsst und dann habt ihr trotzdem vier Stück. Wenn dort steht, den oder den, an ihr aber beiden einem habt, also besiegt mit zwei Ballons. Digga, ihr besiegt mit zwei Ballons ja trotzdem viermal den Boss sozusagen. Jetzt kein großartig, egal, wir ziehen ab und melden uns zurück. So, da sind wir zurück, ne? Und ich bin unterwegs. Ich will nämlich gerade mal wieder Pfand abgeben. Ihr seht, alles gesund. 500er Dosenbier, Paulaner Spezi und von der Mama ist noch so Birne Melisse mit drin. Es ist 13:26 Uhr. Wir wollen jetzt mal in die App gehen, in der Hoffnung, dass ein Mauzi-Ballon kommt, ja? Das ist nicht ganz selbstverständlich. Ich bin gestern den ganzen Tag dran verzweifelt an diesem blöden Mauzi-Ballon und habe auch von vielen anderen gehört, die gesagt haben, hä? Ich habe den ganzen Tag keinen Mauzi-Ballon gesehen, obwohl ihr ja vier Stück pro Tag bekommen könnt. Im Zeitraum von 0 bis 6 Uhr, von 6 bis 12 Uhr, von 12 bis 18 Uhr und von 18 bis 0 Uhr wieder. Ihr müsst einfach nur, wenn ihr euch anmeldet, jetzt ist es 13:26 Uhr, wie gesagt, müsste ja der 12 bis 18 Uhr Mauzi-Ballon auftauchen. Da bin ich mal gespannt. Noch ist die Nearby-Liste leer, da ist nichts da. Kann sein, er kommt gleich noch. Und manche schlauen Füchse haben ja gesagt, wenn du 5 vor 12 in die App gehst, dann kannst du den von 6 bis 12 mitnehmen und direkt um 12 den nächsten mitnehmen. Wir sind jetzt hier. Gestern hat das nicht geklappt. Gestern habe ich da gestanden, habe ewig gewartet, nichts gesehen. Und dann, als was kam, war es ein schwarzer Rocketballon. Dann habe ich gesehen, ich habe auch den Radar, den habt ihr ja aus der einen Forschung bekommen oder beim Sea Day irgendwas. Habe den Radar also extra an diesem Rüpel, an diesem Rocket, an diesem Boss, an dem Boss in dem Ballon verbraucht. Weil jemand meinte, ja, verbraucht den Radar fix, danach kommt direkt der Mauzi-Ballon. War leider nicht so. Jetzt stehe ich hier. Ich habe kein Radar. Es kommt kein schwarzer Ballon. Es kommt aber auch irgendwie kein. Weiß ich nicht. Es kommt auch irgendwie kein Mauzi-Ballon. Keine Ahnung, was da los ist. Ich brauche doch nur noch die Aufgabe dafür. Hier, das ist doch alles fertig. Besiege Jesse oder James viermal. Das eine Mal habe ich mitten in der Nacht gemacht. Und ihr müsst nur zwei Ballons besiegen, dann habt ihr das fertig. Hätte ich das andere auch mitten in der Nacht gemacht, wäre ich fertig. Aber ich wollte es ja filmen. Dadurch, dass ich es filmen wollte, stehe ich jetzt hier. Und es kommt wieder mal nichts. Ich habe den von 0 bis 6 also besiegt und warte eigentlich von den 6 bis 12 habe ich nichts gesehen, habe gedacht ab 12, der passt wieder, aber es passt nicht. Es ist nichts da, keine Ahnung. Werde ich jetzt erstmal den Pfand abgeben und dann gucken wir nochmal rein. Vielleicht ist er dann da, vielleicht können wir den dann mitnehmen. So, wir schwenken auch kurz, zack. Und ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Eigentlich soll es so funktionieren, es funktioniert irgendwie nicht. Keine Ahnung. Wir gehen einfach raus, wir probieren es einfach gleich nochmal. Wenn ihr auch die Probleme habt, schreibt es mal rein. Was habt ihr gemacht? Diverse Seiten haben gepostet, das muss man beachten. Und dann haben die nur die Zeitfenster hingeschrieben, wann die erscheinen. Bringt aber nichts, wenn ich eben erst in die App bin und es ist keiner da. Keine Ahnung.
So, da sind wir wieder zurück, 10 Tage später und ich habe die Nase voll. Gestern auch nochmal 0 Uhr reingegangen, 0 Uhr bis 6 Uhr, genau, 0 Uhr bis 6 Uhr geguckt, wegen Rocketballon, also wegen Mauzi-Ballon, nichts. Es ist nicht mal ein normaler Rüpelballon gekommen, es kam einfach gar nichts. Nächster Zeitpunkt, 6 Uhr bis 12 Uhr, wir gehen wieder rein, wir gucken 6 Uhr bis 12 Uhr. Und was ist? Ein Rüpelballon, ein schwarzer, nichts. Ich brauche doch nur noch einen Mauzi-Ballon, dass ich fertig machen kann. Alle anderen setzen einen unter Druck und posten immer zu ihre komischen Celebis und ja, ich bin schon fertig, Ramses. Guck, ich bin schon fertig. Jetzt ist es nach 12 Uhr. 12 Uhr bis 18 Uhr, nächste Chance. Wir werden jetzt in die App reingehen. 12 Uhr müsste Wechsel gewesen sein. Drückt mir die Daumen, dass jetzt ein Mauzi-Ballon da ist. Dass nicht kein Ballon da ist und dass auch kein Rüpel-Ballon da ist. Dass einfach ein Mauzi-Ballon da ist, dann können wir nämlich das letzte Mal Jesse und James besiegen. Wir können die Forschung abschließen. Wir können die Belohnungen alle abholen. So, ich mache auch hier ein Stück leiser. Wenn ich hier drauf gehe, ihr seht, wir brauchen 2 Punkte noch. Aber weil die ja zu zweit in einem Ballon rumhausen, reicht das, wenn ihr die... Wenn ihr die einmal besiegt, oh mein Gott, guckt euch das an, was ist das, guckt ihr, was ist das, Mann, was ist denn das, ein Mauzi-Ballon, wir drücken drauf, ich verstehe es nicht, was für eine schwere Geburt, und dann können die noch so oft posten und sagen, der Mauzi-Ballon, immer von 0 bis 6, von 6 bis 12, von 12 bis 18, von 18 bis 24 Uhr, ihr könnt 4 Mauzi-Ballons am Tag bekommen. Ja gut, theoretisch ist das ja auch möglich. Man kann 4 bekommen, aber man bekommt keine 4. Also nicht unbedingt. Und zur Feier des Tages werde ich euch zeigen, wieso ich damals einen Regirock gemaxt habe. Ich finde Regirock immer noch ein richtig geniales Pokémon. Letztes Wochenende haben wir Regirock Raids gehostet. Ich habe jedem geraten, gönnt euch Regirock, zieht ein Gutes hoch, gebt dem Zielschuss. Zielschuss und Steinkante. Ihr werdet gleich sehen, warum. Zielschuss lädt die Ladeattacke einfach ultra schnell auf. Ihr könnt Steinkante jedes Mal einsetzen, um die Schilde rauszulocken, ja? Okay, ich sehe gerade die... ich hab schon so lange keinen Mauzi-Ballon mehr gesehen. Mir war gar nicht mehr bewusst, dass sie gar keine Schilde einsetzen. Dann hätten wir gar keinen Regirock gebraucht, in dem Sinne. Egal. Ich bin das immer gewohnt von den Rocket-Bossen. Denn die Rocket-Bosse setzen ihre Schilde ein. Und dann muss ich die Schilde rausloggen. Aber ihr seht, Regirock trotzdem mit Steinkante. Der haut trotzdem rein. Der kann schnell angreifen. Der haut rein. Es war sehr effektiv. Es war wieder sehr effektiv. Selbst den Dammhirsch. Wir probieren jetzt alles mit einem Regirock. Wir müssen nochmal aufladen. Wir sind schon wieder voll. Wir können die nächste Attacke drauf machen, das müsste es auch sein. Und wir nehmen dasselbe Regirock auch danach nochmal und geben James auch noch ordentlich was mit. Das muss auf jeden Fall jetzt sein. Die ist platt gemacht, ne? Vielleicht gibt es noch ein Shiny. Ihr seht, 3 von 4 habt ihr jetzt bekommen an Punkten. 500 Staub gibt es, ein mysteriöses Teil. Das ist auch, was mich geärgert hat. Immer wenn dieser Rüpelballon war, wollte ich den halt machen. Weil manche gesagt haben, mach den Rüpelballon, danach kommt das Richtige. Ich wusste nicht, ob ich das glauben soll oder nicht. Habe ich gemacht und irgendwann sind ja dann die Teile wieder voll und dann kommt wieder sonst was. Wir versuchen jetzt erstmal hier das Sichlor zu fangen. Ungefähr so. Sichlor! Okay. Letztens auch einer gefragt, ich habe so Krypto-Vulpix gehabt, habe so 13 Bälle drauf und dann ist das geflohen. Warum? Ich habe gesagt, vielleicht hast du keine Bälle mehr gehabt. Ja, nee, warum ist das geflohen? Ja, vielleicht hat er einen, vielleicht hat er Cooldown gehabt, vielleicht hat er, weiß ich doch nicht. Er muss doch wissen, was er gemacht hat. Wir nehmen wieder das Regirock, das angeschlagene. Die anderen 2 packen wir eigentlich nur so aus Spaß mit rein. Habt ihr auch schon Regigigas? Schreibt es mal in die Kommentare. Müsst ja auch irgendwann kommen. Als Shiny. Jetzt haben wir hier Sichlor. Da wäre natürlich Feuer gut gewesen.
Regirock hat kein Feuer, Regirock ist gleich tot. Zack. Das war der Vorführeffekt. Wir machen einfach mal mit Regi Eis weiter. Ich mache mir da jetzt keine Platte. Was hat der? Kampf. Okay. Dann kämpft er mit Kampf. Also ihr nehmt natürlich Top-Konda, ja. Ihr nehmt was, was sinnvoll ist und kämpft dagegen. Nicht so wie wir. Wir machen einfach so drauf los. Im Endeffekt verlieren wir jetzt gleich und das war's. Weil Regigigas kann gar nichts. Das hat hohe WP, aber mehr auch nicht. Das ist Typ Normal. Typ Normal kann nichts. Ist nicht effektiv. Also ist gegen nichts effektiv. Aber alles ist effektiv gegen Typ Normal, gefühlt. Deswegen nehmen kein Regigigas. Aber ich habe so lange jetzt auf diesen Mauzi-Ballon gewartet. Mir ist das jetzt scheißegal. Ich hau jetzt einfach da drauf. Smogon, okay. Nehmen wir auch mit. Das macht komische Geräusche. Habt ihr das gehört? Das greift bestimmt mit Käferattacken. Das hat doch keine Käferattacken, oder? Ist auf jeden Fall auch nicht sehr effektiv. Aber wir haben jetzt zum Glück immer noch das Regigigas im Schlepptau. Wir nehmen mal das Schild. Ich glaube, wir schaffen es dann sogar noch, die Attacke durchzubringen. Das müsste noch passen. So, wunderbar. Dann ist das wenigstens weg. Und dann haben wir noch unser Regigigas gegen das letzte. Sonst hat das gut geklappt. Als die nur Rettan und Smogon hatten, konntet ihr mit einem Regirock einfach alle besiegen. Ihr habt einfach James platt gemacht. Ihr habt mit demselben Regirock einfach Jesse platt gemacht. Hä? Jetzt wollte ich sagen, was? Wir sind sehr effektiv. Wie geht das denn? Eben habe ich noch erzählt, dass das halt nicht effektiv ist gegen gar nichts. Jetzt habe ich auch kein Schild mehr. Ich hoffe, ich überlebe das. Sonst sehe ich alt aus. Ihr nehmt das fix mit. Schlammbombe. Hat ein bisschen Schaden gemacht, aber jetzt ist alles egal. Endlich Shiny Celebi. Wie lange habt ihr drauf gewartet? Ich stelle euch jetzt hierher. Wir werden das jetzt fangen. Wir werden den Rest noch fangen. Und dann sind wir endlich fertig. Oh, wieso ist das so dunkel, Mann? Das ist auf jeden Fall dunkler, als es sein soll. Egal. Ihr hört mich ja. Das reicht. Pinsir gefangen. Gibt's natürlich jetzt auch Shiny. Shiny Pinsir als Krypto. Könnt ihr auch aus dem Rocket Stop rausziehen. Genau wie das Shiny Krypto Sichlor. Komisch, dass sie halt jetzt damit zurückkommen, aber nur so eine kleine begrenzte Zeit. Dann sind die ja eigentlich viel seltener als die anderen. Okay. Haben wir uns auch angeguckt. Wir holen direkt die Belohnungen ab. Kapitel 3, wie ich gehört habe, Kapitel 4 sind auch nur Belohnungen. Müsst ihr nichts mehr machen. Wir machen jetzt auch den Schnellfangtrick hier, um Zeit zu sparen. Haben das mitgenommen, hoffe ich. Nehmen das mit. Wir bewerten es dann am Schluss. Ein Elfhuhn. Da können wir mal eine gelbe Beere nehmen für die Bonbons. Das sieht man nicht alle Tage. Ist hoffentlich auch drin. Kapitelbelohnung. Ich weiß nicht, ob jetzt schon das Celebi kommt. Ein Vibrava, okay. Nehmen wir das halt auch mit. Nehmen wir auch mal eine gelbe Beere. Sieht doch ganz nett aus, oder? So. Auch wieder Ball drauf. Zurück. Weiter. Nächstes Kapitel. Ihr seht, wie schnell ihr dann plötzlich durchkommt. Jetzt tippen wir die Texte weiter. Lassen die ein bisschen reden. Haben wieder 500 Erfahrungspunkte. Mirapla, das ist auf jeden Fall, das ist das Heftigste. Ach komm, da brauchen wir jetzt keine Beere und nichts. Nehmen Mirapla einfach so mit. So, Mirapla gegönnt. Tarnpignon gegönnt. Nehmen wir auch mit, keine Ahnung. Jetzt will ich mir aber ganz kurz mal angucken. Die IV nochmal. Vom Sichlor an zu den restlichen, das hat er 15 Angriff, das hat er auch 15 Angriff. Schlecht, schlecht, schlecht. Das ist bestimmt gut für PvP, oder? Macht man damit was? Ich habe damals immer Libeldra für die Superliga genommen. Ja, der Rest ist auch nicht zu gebrauchen. Wir entwickeln mal kurz hier das zu Libeldra. Libeldra habe ich damals, wie gesagt, immer für die Superliga genommen. Mit 1500, das hat auch schnell seine Schilde voll gemacht. Das hat schnell die Schilde rausgelockt, hat schnell seine Attacken voll gehabt. Mal gucken,
Es hat jetzt nicht null Angriff, was noch besser wäre. Auf was kommt das, wenn man das hochpushen würde? Okay, 1486 ist schlecht. 100 Bonbons umsonst rausgeschmissen. Egal. Da müsste jetzt aber das Shiny Celebi drin sein. Und dann kommt das Kapitel, was gestern schon online kommen sollte. Endlich heute online. Da habt ihr es irgendwo. Versuche mal einen Ball drauf zu werfen. Zack, eins. Ich glaube, ihr müsst auch wieder drei Bälle treffen, bis das drin ist. Garantiert. Ist das jetzt cool, dass das garantiert für jeden ist? Oder viele Leute sagen immer, was ist das seltenste Shiny, was es gibt? Sagst du jetzt Shiny Celebi? Eigentlich nicht, weil in dem Sinne ist das ja nicht selten, weil das hat ja jeder dann. Während andere Shinies nicht jeder hat. Auf der anderen Seite gibt es das nur einmal im ganzen Spiel. Ist das jetzt also selten? Ist das nicht selten? Schreibt mal eure Meinung dazu rein. Jetzt ist es hier wieder aufgetaucht. Wir müssen noch einen Ball drauf schmeißen. Jetzt müsste es also drin sein. Ist kein neuer Eintrag. Wir haben ja schon das normale. Aber ist auf jeden Fall der Shiny-Eintrag. Jetzt wisst ihr also, wie man das Shiny bekommt. Ihr wisst, wie man das normale bekommt. Die Frage, die sich mir noch stellt, ist, wie bekommt man den Lucky-Eintrag? Es kann doch nicht sein, dass die bei dem den Hintergrund... Achso, ich hätte noch eine gelbe Beere nehmen können. Wir powern das mal kurz. Wir gucken also, auf was es kommt. 1473 ist schlecht. Bewertung ist auch schlecht. 13, 15, 13. Okay, es geht natürlich noch schlechter. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Habt ihr euer Celebi schon? Habt ihr zwei Mauzi-Ballons bekommen? Wie gut war euer Celebi? Schreibt mal euren WP-Wert in die Kommentare, wenn ihr euer Celebi schon abgeholt habt. Wie gut ist euer Celebi abgeschlossen hier? Den Rest machen wir irgendwann. Die Level 45 Herausforderung ist auch fertig, könnt man abholen. Level 43, ja, das machen wir dann beim Levelaufstieg. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend bei der Raid Mania. Raid am Mittwoch gibt es dann morgen. Sorry, es ging nicht anders. Ich musste das jetzt so takten, so verschieben. Hier können wir uns noch einen neuen Boss reinziehen. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.